Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin hier für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Wir wollen nämlich den Great Vault hier hinter mir öffnen. Und dementsprechend muss ich nochmal umstellen. Wir haben nämlich auch Wiederherstellung, seht ihr, ich habe nämlich Transmog gefarmt. Und ja, nicht, dass ich jetzt hier irgendein Wiederherstellungs-Item rauskriege, das wäre mir dann doch ein bisschen arg. Und jetzt ziehen wir hoffentlich mal eine Waffe raus, denn ich habe seit Ewigkeiten hier so eine Kackwaffe und ich bin am überlegen, ein paar, die ich mittlerweile auf die Bank gepackt habe, sehe ich gerade, abzugraden mit meinen Tapferkeitspunkten. Das kostet aber saumäßig viel, ich glaube 1000 pro Stufe, also da ist man 3.000, 4.000 Tapferkeitspunkte gleich mal los, wenn man die hochbasteln möchte. Und ich hoffe, dass ich jetzt hier eine Waffe rausziehe oder das Biss-Trinket, das wäre auch gut, ne? Ich will keine Ansprüche stellen, aber die beiden Sachen wären top. Und was kriegen wir? Wir haben einen Gürtel drin. Versa Mastery. Der war natürlich besser. Dann haben wir einen Ring mit Versa Crit. Mann, warum? Was ist... Ich bin am Überlegen. Auf beiden müsste ich, glaube ich, einen Sockel drauf machen. Aber ich brauche eigentlich mehr Versa auf dem Gear. So, jetzt hätte ich hier ein bisschen mehr Versa. Und da hätte ich ein ganz gutes Stück mehr Versa, ne? Da hätte ich halt, wie viel sind das? 80 Versa oder so mehr, ne? Also, das wäre natürlich... schon einiges. 50, 60, nee, 70 Versa. Okay, ich habe mich verzählt. Es sind 70 Versa, wenn ich da noch einen Sockel und ein Ding drauf packe. Oder, gut, das Trinket habe ich, glaube ich, schon auf, oder habe ich das auf der Bank liegen? Genau, das habe ich schon auf 246, aber das war tatsächlich schlechter, als ich dachte. Den Ring kann ich knicken. Und die Waffe wäre auch ein Ticken besser, tatsächlich. Aber, leider nicht viel besser, weil die halt dann auch 239 ist. Ja, ich werde den Ring nehmen. Das ist wahrscheinlich die sinnigste Wahl. Dann habe ich zumindest ein gutes Stück mehr Versa. Und ja, dann gibt es noch einen 20er Key. Ich war nämlich wieder fleißig und habe den ein oder anderen 19er und 20er Key letzte Woche gemacht. Ich kann euch gleich auch nochmal den Score zeigen, falls das jemand interessiert. Was haben wir für einen Key? Die blutigen Tiefen, naja. Also ich habe jetzt hier nochmal ein bisschen weiter gemacht, ne? Wir haben jetzt den nächsten 20er in Time und ja, ich muss den 18er hier noch rauskriegen, da habe ich noch einen 18er drin und ein paar Zweitkeys muss ich noch hochspielen, hier habe ich einen Zweitkey, einen 16er und ich glaube, irgendwo habe ich noch einen 14er, wurde mir gesagt, hier, da muss ich noch ein bisschen gucken, aber so langsam kommen wir auf die 2-3 hin. Okay, ich würde sagen, den werden wir dann mal sockeln und dann auch noch hier ein bisschen anderweitig hochbasteln. Jetzt schauen wir mal. Und zwar, ja gut, um Transmoggen muss ich bei einem Ring relativ wenig, aber wir brauchen einmal ein Sockel-Item, das kriege ich von dem Kollegen da in, ne? Habt ihr was Antikes zum hier in der, von der Dings-Fraktion, wie heißt der denn jetzt? Ne, ich brauche jetzt keinen Port. Archivar-Kodex, genau. Und dann in Cortia. Das Gebiet ist mir auch nicht eingefallen. Und dann bräuchten wir noch eine VZ. Jetzt haben wir die als erstes mal drauf. Ach ja, und ich kann noch ein bisschen, ich kann noch ein bisschen was anderes auch noch aufmachen. Und zwar war ich bei dem Twink auch fleißig. Dann machen wir doch hier mal, Vielseitigkeit müsste das sein, was ich da brauche. 3, 16 sind es, ne? Also das brauchen wir. Dann holen wir uns gleich noch einen Steinchen. Da tun wir das mal raus und gehen direkt auf Vielseitigkeit hier. Und dann brauche ich den hier. Oh, die sind hochgegangen. 50 Gold, okay. Muss ich vielleicht mit meinem Juwel auch mal was gucken. Ein bisschen das ein oder andere verkaufen. Die Mattkosten sind nämlich tatsächlich marginal. Achso, ich habe ja meine Add-ons ausgeschalten, weil ich hier ein bisschen Login-Probleme hatte. So, da la. Gut, den Dings mache ich dann gleich noch drauf. Jetzt schauen wir erstmal, was wir hier noch im Vault haben, denn der Raid geht gleich los. Wir müssen ein bisschen schicken. Da ist es egal. Oder da habe ich jetzt wieder Herstellung. Das müsste eigentlich passen. Da will ich eigentlich nur noch ein Transmog-Teil rauskriegen. Und was haben wir? Ah, wir haben was, was ich schon collected habe. Schade. Oder warte mal, ich könnte ja auch die Dinger hier nehmen, weil das Ding bringt mir
Was habe ich an mit... Ja, dann nehmen wir doch das hier. Muss mal gucken, was man sich davon genau kaufen kann, aber das Teil bringt mir ja gar nichts, ne? Das habe ich schon vom Transmog her. Und besser ist es auch nicht. Also, das kannst du komplett die Hasen geben. Irgendwo hier kann man die Dinger, glaube ich, einlösen, ne? Was kann ich mir da kaufen? Katalogisierte Forschung. Stiege kann man sich auch kaufen. Ja, ich glaube, ich nehme die KT-Kristalle, ne? Die anderen Sachen brauche ich tatsächlich nicht. Gut. Dann sind wir damit soweit durch. Den Sockel mache ich dann gleich noch drauf. Und ja, damit war es das mit dem kleinen Opening. Der Ring ist tatsächlich ein halbwegs sinniges Upgrade, muss ich sagen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so gekriegt habt. Und ja, dann sehen wir uns in der Woche wieder, ne? Und ja, ich drücke euch die Daumen, dass ihr ein bisschen Glück bei eurem Wort habt, ein bisschen mehr vielleicht und vielleicht eine Waffe rauszieht. Und dann sehen wir uns dann wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.